Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Mr. Dungeon Erkundungssystem Himmel. Und ich bin richtig gut gelaunt heute. Es sind heute zwei Sachen passiert. Heute den 14.05.2016. Heute sind zwei richtig geile Sachen passiert. Erst einmal, Werder Bremen hat es geschafft. Werder Bremen bleibt in der Bundesliga. Werder Bremen hat den Klassenerhalt geschafft. Frankfurt muss zittern, die müssen in die Relegation und Stuttgart steigt ab. Ich als vollkommener Werder Bremen-Fan freue mich extrem darüber, dass wir es noch geschafft haben. Mit wir meine ich immer den Verein und ich. Aber das ist nicht das Einzige oder nicht mal das Beste für mich. Ich habe heute mir bei Mediamarkt eine PlayStation 4 gekauft. Mit Uncharted 4 in so einem kleinen Bundle. Ich habe 75 Euro gespart. Ich habe jetzt eine fucking PS4. Ich habe von meinem Schwager, von meinem Nachbarn, der hat auch eine PS4, jetzt erstmal ein paar Spiele bekommen. 5 an der Zahl. Darunter Watch Dogs, FIFA, Call of Duty und so. Hat er mir netterweise gegeben. Und ich finde das gerade total geil. Ich muss jetzt gerade im Hintergrund ein Video hochladen für den Samstag, weil wir heute Samstag haben. Und ich lade gerade ein Update auf der PS4 runter. Also von einem Spiel. Und ich muss euch sagen, es fühlt sich so geil an, eine PS4 zu haben, ne? Ich finde die so extrem geil, Leute. Ich freue mich, also wirklich, freue mich, als wäre heute Weihnachten. Heute ist einfach ein geiler Tag gewesen. Werder Bremen schafft es, solch klasse zu haben. Und ich habe eine PS4. Der Tag kann nicht besser werden. Außer, bei Pokémon Mr. Dungeon passiert heute noch was Geiles. Wobei, ja gut. Ob das jetzt wirklich meinen Tag so krass versüßt? Egal. Ich muss nur ganz kurz eine kleine Info erzählen, und zwar das Video seht ihr wahrscheinlich am Montag und das wird dort das einzige Video am Montag sein. Normalerweise habe ich das ja jetzt so gemacht, zwei Videos am Tag. Die lade ich aber ja in der Schule hoch. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass wir bis Mittwoch frei haben. Also vom Montag bis Mittwoch, ich glaube das ist der 16. bis dann zum 18. haben wir frei. Was bedeutet, dass ich halt zu Hause bin und ich die Videos hochladen muss. Da lade ich also nur ein Video pro Tag hoch, das heißt, ich lade heute am Montag Pokémon Mystery Dungeon hoch. Morgen dann Dragon Quest am Dienstag und übermorgen am Mittwoch dann Pokémon Mystery Dungeon wieder, um dann wieder am Donnerstag zwei der jeweiligen Let's Plays wieder hochzuladen. Das heißt, ab Donnerstag, also Donnerstag und Freitag, werde ich dann wieder zwei Videos am Tag hochladen, nur damit ihr Bescheid wisst. So, 2,5 Minuten einfach mal komplett einfach über irgendetwas gelabert, was jetzt erstmal dem Spiel selber nichts betrifft, also wir müssen auch mal weitermachen. Apropos, ich bin noch nicht ganz auskuriert, was meine Erkältung angeht. Deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen husten muss. Aber ich glaube, das hält sich sogar in Grenzen heute. Und deshalb, wie ihr euch alle bewusst seid, deshalb ist der Gildenmeister noch nicht von seinem Gang zurück. Trotzdem habe ich die Absicht, wie vorgesehen, zur Salzwasserhöhle aufzubrechen. Hey, wo wird der Gildenmeister überhaupt hingehen? Woher soll ich das wissen? Können wir das ohne den Gildenmeister machen? Kein Problem, es gibt überhaupt keinen Grund für eure Bedenken. Der Gildenmeister muss entschieden haben, dass wir bis auf Weiteres auch ohne ihn auskommen. Darum ist er bis jetzt nie nach Hause gekommen. Außerdem habt ihr in Erbwesenheit unseres Gildenmeisters mich. Ich kann euch anführen. Warum sagt denn niemand etwas? Das kann nicht wahr sein. Glaubt ihr alle, ich wäre dazu nicht in der Lage? Naja, ich glaube, Plaudergeil wäre dazu mehr in der Lage als Knuddeluff. Würde ich jetzt sagen. Leute, räuscht mit der Sprache. Bin ich vielleicht unzulänglich? Oder erscheine ich euch gar als nutzlos? Nein, das würde ich nicht sagen, Donnerwetter. Wenn der Gildenmeister nicht hier ist, fühle ich mich weniger sicher. Hey, ihr kennt den Gildenmeister. Er ist schwer zu durchschauen. Aber hey, er wird sich schon zeigen, wenn die Dinge schwierig werden. Aber der Gildenmeister ist jetzt nicht hier und daher müssen wir jetzt Verantwortung übernehmen und in seinem Sinne handeln. Das stimmt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Aufgabe heute auch allein erledigen können. Machen wir es auf eigene Faust. Du hast recht. Wir können uns nicht immer nur auf den Gildenmeister verlassen. Oh ja, richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Plaudergei. Der Gildenmeister ist abwesend. Es gibt nur einen unter uns, der anführen kann. Und das bist du, Plaudergei. Wie? Wer ich? Selbstverständlich, das hast du gerade selbst gesagt. Du sagtest, wir seien auf der sicheren Seite, weil du uns führen könntest. Geh voran, führe uns, Plaudergei. Rede so, führe uns, Plaudergei. Hey! Ja, ich zähle auf dich.
Nun, Leute, ihr könnt immer auf mich zählen, wenn die Dinge so schlecht stehen. Was los, Plaudergei? Gib endlich den Startschuss! Ich weiß, ich weiß. Ich fange jetzt an. Wir werden zu einer Erkundung in die Salzwasserhöhle aufbrechen. Leute, vollbringen wir gemeinsam Großes. Hurra! Geil, wir führen uns nun, oder Plaudergei führt uns nun zur Salzwasserhöhle. Die ist ja gar nicht mal allzu weit weg von unserem Standort. Oh, wir haben uns alle versammelt. Wird das jetzt eine riesige Exposition, wo wir alle, 2, 4, 6, 8, 10, 11 Pokémon gemeinsam durch den Dungeon gehen? Nein, okay, das wäre ein bisschen sehr krass. Hört mir alle zu. Dies ist der Eingang zur Salzwasserhöhle. Euer Ziel ist es, auf die tiefste Ebene des Dungeons zu gelangen. Dort findet man die seltsamen Muster wie auf dem Reliktfragment, das Daniel hat. Allerdings lauert dort ein extrem boshaftes Pokémon. Extrem boshaft? Donnerwetter, das hört sich schrecklich an. Hey, Plaudergei, was gibt es? Gestern hat der Gildenmeister etwas über dieses Pokémon erzählt, aber du, Plaudergei, schätzt genauso viel über das Dungeon zu wissen, hey. Plaudergei, ist es möglich, dass du hier schon einmal warst? So ist es, ich bin schon einmal hierher gekommen. Ich habe vor langer Zeit eine Erkundung durchgeführt, zusammen mit dem Gildenmeister. Tief in dieser Höhle haben wir dieses seltsame Muster gesehen. Damals erschienen diese brutalen Pokémon. Also waren die denn so brutal, sagst du? Das weiß ich gar nicht mehr. Hä? Das weißt du nicht mehr? Ja, aber ich schäme mich, das zuzugeben. Sie haben uns ohne Vorwarnung aus dem Nichts angegriffen. Ich ging zu Boden, bevor ich irgendetwas tun könnte. Oh, dieser Blick vom Plaudergei. Oh, der sieht irgendwie so süß aus. Och, wie süß. Als ich zu mir kam, versorgte der Gildenmeister meine Wunden. Aber ich kann mich an die davorliegenden Ereignisse nicht erinnern. Also kann ich euch nichts Näherndes über die Angreifer sagen. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen also nicht mit welcher Art von Gegner wir zu tun haben? Dann sollten wir vorsichtig vorgehen. Mir fällt gerade ein, Klibunkel und Dickda sind diesmal sogar dabei. Ist das nicht ihre allererste Expedition? Zumindest seitdem wir da sind. Ich glaube, vorher waren sie doch immer in der Gilde, oder? Nee, Dickda nicht, oder? Nee, Dickda war doch dabei bei Groudon. Aber Klibunkel war doch, glaube ich, nicht dabei, oder? Ich glaube, Klibunkel war nicht dabei. Cool. Aber Klibunkel hat bisher immer noch nichts gesagt. Wartet mal. Hey, Plaudergei, zuerst sagtest du, es gebe dort ein boshaftes Pokémon. Dann sagtest du, sie hätten dich angegriffen. Gibt es mehr als eins? Nein, es war nicht nur eins. Es gab da ein extrem boshaftes Pokémon, aber es war nicht allein. Als sie angriffen... Oh, jetzt erinnere ich mich. Sie griffen alle auf einmal an. Wasser schlug auf mich ein wie eine Flugwelle. Flutwelle. Wie eine Flutwelle! Das könnte Attacken vom Typ Wasser bedeuten. Wir Boden-Pokémon mögen Wasser überhaupt nicht. Ja, vor allem du! Also, der Typ, ne, der... Also, ehrlich. Du bist besessen vom Meer. Ja, am liebsten würdest du jetzt unten links in die Ecke einfach mal ins Meer springen, ja? Und meinst jetzt hier zu erzählen, ach, also ich vor allem, ich bin ja ein Boden-Pokémon, wir alle hassen Wasser. Du bist doch immer derjenige gewesen, der immer vom Wasser geschwärmt hat, vom großen Meer, wie dem auch sei. Ich hoffe, wir müssen gegen keine solchen Gegner kämpfen. Es wäre furchtbar gefährlich, es auf eigene Faust zu versuchen. Das stimmt. Wir sollten uns zur Erkundung der Höhle in mehrere Gruppen aufteilen. Jawohl, ja, das machen wir, Donnerwetter. Hey, wir sollen Teams bilden, die nicht nur aus einem bestimmten Typ bestehen. Ihr beiden, erinnert ihr euch daran, was der Gildenmeister gestern sagte? Die zwei Mitglieder von Team Sand Army müssen in meiner Gruppe beitreten. Und deshalb werdet ihr mich begleiten, wenn wir diese Höhle erkunden. Verstanden? Ich kann mich darauf verlassen, dass ihr mich nicht zu sehr aufhaltet. Oh, erwartet nicht, dass ich alles für euch erledige. Ihr müsst schon auf euch selbst aufpassen. Ha, verstanden. Alles klar, Leute, erobern wir die Salzwasserhöhle. Lasst uns alles geben. Hurra! Da war so ein Kangama-Lager und den konnten wir noch nicht mal benutzen. Ey, Boss, sieht so aus, als wären die Lümmel aus der Gilde alle schon drin. Oh, sollen wir ihn folgen? Tschachacha, hört gut an. Wir verfolgen sie, aber lasst uns dabei unentdeckt bleiben. Wenn die Zeit gekommen ist, irgendwo im Inneren der Höhle, dann schnappen wir uns dieses Reliktfragment von Daniel. Danach flitzen zum tiefsten Teil der Höhle. Wir werden alle Ruhm für die Lösung des Rätsels einsacken. Hey, brillant, Boss, der Plan ist perfekt. Tschachacha, natürlich. Zeit, Ruhm.
Wir werden es sein, die im Totenkopf. Wir werden diejenigen sein, die zum verborgenen Land gehen werden. Hey! Oh, tja, ha. Ja, der Russe, der alte Russe Skung Tang. Ah, und wir sind nun in der Salzwasserhöhle. Scheiße für mich, dass es hier nur Wasser-Pokémon gibt, denn ich bin ein Feuer-Pokémon. Aber wir haben ja Daniel auf unserer Seite. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Ah, genau, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Fixieren müssen wir das wieder. Ach, stimmt, Daniel haben wir eine Attacke verlieren lassen. Ich erinnere mich. Ah, jetzt habe ich ihn da ja keine mit reingesetzt, ne? Fuck, und ich habe diese ganzen Klauen noch alle dabei. Und immer noch diese ganzen Gummis. Ah, die hätte ich mal einsetzen sollen. Mist, Mist, Mist. Wie dem auch sei, Plaudergeist ist sogar gar nicht mal allzu weit vorne mit seinem Level. Der ist sogar auf demselben Level wie Daniel und fast auf meinem Level. Das ist nicht schlecht. Das heißt schon mal für uns, Plaudergeist ist gar nicht so stark, wie er uns vorgibt zu sein. Ein Yugong ist hinter dir. Yurob, sorry. Zwei Yurobs sind hinter dir. Hey! Was kannst du für... Furienschlag kann er schon mal, okay? Vielleicht kann er ja noch Aufruhr oder so, würde mich gar nicht wundern. Spiegeltrick, ach komm. Wow. Wollen wir uns auch mal anstrengen, Plaudergei, ne? Nicht mit Spiegeltrick hier irgendwie meinen Attacken irgendwie recovern zu müssen. Nee, warte, recovern nicht. Wie nennt man das beim Wrestling zum Beispiel auch? Reverseln, genau. Wir wollen hier nicht irgendwelche Attacken reverseln, wir wollen unsere eigenen durchsetzen, ja? Da oben ist der Pokémon, was es wohl sein wird. Ammonitas, cool. Durchbruch! Geil, wa? Durchbruch ist echt geil, ne? Ich mag Durchbruch. Ich glaube, in Pokémon Feuerrot und Blattgrün war das ja so, da kommt man bei der MS Anne sich Durchbruch holen. Und das war dann der Durchbruch für mich. Was eine Referenz, die ich da geschlossen habe, ne? Weil ab Pokémon Feuerrot und Blattgrün habe ich Durchbruch erst richtig lieben gelernt. Ja gut, Plaudergei, du bist erstmal weg. Aber bist du gar nicht mal allzu weit weg. Lauf doch nicht von mir weg. Plaudergei! Plaudergei, hier! Huhu! Plaudergei! Och nö, Regentanz jetzt auch noch. Scheiße. Och was? Alter! Ja, Donnerblitz, setz ruhig ein. Ja, genau, wieder Fehlschlagen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, in letzter Zeit schlagen sehr viele Attacken fehl. Das ist sehr suboptimal. Hallo Plaudergei, danke, dass du jetzt wieder bei uns bist. Selbst wenn du nicht der Stärkste bist, wir brauchen trotzdem jemanden, der uns, der ein bisschen bei uns ist. Plaudergei ist, soweit ich mich erinnern kann, Flug... Ja, klar. Ist Flug normal, oder? Kann man das wenigstens nachschauen? Flug normal müsste das gewesen sein. Kein Status, toll. Flug normal, oder? Andi hier, ne? Flug normal war das doch, oder? Weil dann kriegt Furienschlag ja sogar Step drauf. Was eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht ist, weil es halt eine Mehrfachattacke ist, die es in Pokémon Mystery Dungeon ja schon sehr stark ist. Ich glaube, die Treffergenauigkeit von Furienschlag liegt, glaube ich, bei normalen, also bei... Bei Non-Spin-Off-Games, glaube ich, bei 85 Trefferquote war das so. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich glaube 85 war Furienschlag. Was, jetzt schon? Jetzt schon? Durchbruch hat nur 12 AP? Okay, warte, dann werde ich eben eine ganz... Werde ich irgendwie, keine Ahnung, Flammenrad erstmal fixieren. Ich glaube, das hat eine 85 Trefferwahrscheinlichkeit. Das wird wahrscheinlich dann noch irgendwie in der Art auch in Pokémon Mystery Dungeon wahrscheinlich übertragen werden. Sodass hier wahrscheinlich auch die Attacke Furienschlag eine erniedrigte Trefferquote hat. Aber trotz alledem ist es immer noch eine starke Attacke. Vor allem eine Mehrfachattacke. Und Andi hat es ja auch schon mal in die Kommentare reingeschrieben. Die sind ziemlich stark in Pokémon Mystery Dungeon, diese Mehrfachattacken. Na klar. Ich hoffe, der stirbt jetzt da nicht, ne? Daniel? Ah gut, Pelipper sollte jetzt gar nicht mal so schwer sein. Oder? Jawohl, ich nehme die Erfahrungspunkte gerne noch mit, deswegen bin ich jetzt nicht sofort zur Treppe gegangen. Ah genau, hier gab es ja in diesen... Entschuldigung, ich möchte eben ganz kurz was zu trinken wollen. So viel zu heute werde ich nicht husten, ne? Gleich da, Wasser geholt. So. Muss eben ganz kurz mein Netz draufsetzen. Schluck draus trinken und dann kann es auch wieder weitergehen. Wartet. So, jetzt ist meine Kehle ein bisschen angefeuchtet. Jetzt kann ich ein bisschen besser reden, ein bisschen besser erzählen. Nein, natürlich kein Belebersamen. Natürlich greifst du mich mit... Ja, klar. Nein! Alter, wie du auspredictest dir. Oh, das war geil. Das war sogar gut mit Spiegeltrick. Jawohl. Ey, das ist gut. Kann eigentlich auch mit Spiegeltrick... Warte mal. Andi... Mit Spiegeltrick werden doch wahrscheinlich auch die Zusatzeffekte mit transferiert. Das heißt, Plaudergei hätte auch durch die Antikkraft seine ganzen Werte geboostet bekommen können, oder?
Müsste so sein. Ich bin mir zu 90% sogar sicher. Zu 10% bin ich mir unsicher, sonst würde ich ja nicht fragen. Aber ich bin mir zu 90% sicher. Worauf ich ausgehen wollte, ihr habt doch gerade wahrscheinlich diesen einen Raum gesehen, wo mitten im Raum so eine Wasserspur war, so ein kleiner Fluss sozusagen. Solche Räume, ja, ist ja gut. Solche Räume gibt es hier in diesem Dungeon öfter. Ah, geil, Tentacha. Ich hatte mal einen Tentacha in meinem alten Pokémon bis zum Dungeon-Team. Na klar, natürlich ist die Kraftreserve sehr effektiv, klar. Boah, Gift-Dieb. Alter Schwede. Was ich sagen wollte ist, die gibt es hier in diesem Dungeon öfter mal, aber so, dass dieser ganze... Boah, Plottergeist ist echt tot. Nein! Ach, wobei, das ist gar nicht mal so schlecht. Doch, Spiegeltricks ist gar nicht mal so schlecht. Och, es reicht immer noch nicht für... Ruhrt hat das auch. Nice. Das ist sehr geil. Dieser Dungeon hat öfter mal solche Räume, wo man so eine Wasserspur hat, wo man Wasser-Pokémon reinlatschen kann. Und dann sind so in der Mitte dieser... What the fuck? Agilität Dragonier. Ja klar, Dragonier. Ist schon gut, ne? Wir verstehen uns. Und da gibt es in der Mitte meistens immer so einen kleinen, ja, entweder ein TM oder halt Items in der Mitte. So zwei Items oder so. Wir haben leider kein Wasser-Pokémon, der da hingehen kann, selbst wenn mein Partner-Pokémon Wasser-Pokémon ist. Ich kann ihn da ja leider nicht hinschicken, was ich irgendwie schade finde. Das wäre noch so eine Funktion im Pokémon Dungeon, der sehr cool wäre. Dass man halt jemanden irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinschicken kann oder so. Aber, mein Gott, stört mich jetzt nicht unbedingt. Ah, kommen die Boxen ruhig mit für Xatu. Vielleicht sei ein TM drin, Belebersamen, sonstige Sachen. Ich kann mich erinnern, dass Salzwasser... Schnabel kann er auch, okay. Ich kann mich erinnern, dass die Salzwasserhöhle zwei verschiedene Ebenen hatte. Also, ich meine mit Ebenen meine ich halt, es gibt die Salzwasserhöhle und jetzt gleich kommen wir in so eine Zwischenebene. Wehe, das ist Monster rum. Oh, ich dachte gerade, weil er... Ach, klar. Ah, das ist jetzt blöd. Nein, ich kann nicht switchen. Tschüss. Tschüss, Plaudergeil, war schön mit dir. Ich habe ja einen Belebersamen, so schlimm ist das ja nicht unbedingt. Oh, Spiegeltrick, gar nicht mal so schlecht. Ah, vielleicht doch. Jetzt aber Plaudergeil, ne? Bitte. Ja, gut, dann mache ich es halt. Wenn du nicht willst, mache ich halt. Mein Gott. Helfe ich dir halt ein bisschen. Also, ich glaube, es gab da noch irgendwie sowas wie, mit verschiedenen Ebenen meine ich sowas wie tiefere Salzwasserhöhle. Ich glaube, jetzt wissen die meisten, was ich da meine. Zumindest die wahrscheinlich Pokémon Mystery Dungeon jetzt ein bisschen länger verfolgen. Genau hier, das meinte ich mit Zwischenebene. Wir sind ziemlich weit ins Innere der Höhle vorgedrungen. Hey, Plaudergei, kommen wir der Stelle näher, an der du dieses Muster gesehen hast? Wir sind fast da. Es ist nicht mehr weit. Allerdings, wie schon gesagt, jeder Schritt führt uns auch diesen boshaften Pokémon entgegen. Entschuldigung. Ja, und wir müssen vorsichtig sein und die Augen offen halten. Aber wir müssen nicht mehr weit gehen. Lass uns am Ball bleiben, Marcel. Yo! Aua! Ups, Entschuldigung. Hey! Ohoho, lange her, Schwächlinge. Oh, ihr seid dieses nette Team, nicht wahr? Ist es das? Das Reliktfragment. Das ist... Nein. Du kleiner, mieser Pöbel. Ich schwör's dir, gib die Scheiße wieder. Tschachacha, ich nehme das an mich. Hey! Oh, jetzt wirst du schon zum zweiten Mal diesmal ausgeraubt. Hey, du lernst es eben nicht. So viel steht fest. Warte, bitte. Ich fürchte, ich kann dem Ganzen hier nicht folgen. Warum seid ihr überhaupt hier? Wir haben keinen von Team Totenkopf gesehen, seit ihr bei der Expedition plötzlich verschwunden seid. Ich war um euer Wohlbefinden besorgt. Hättest nur Knuddelhoff fragen sollen. Der weiß, wo die gewesen sind. Besorgt wie Tschachacha. Eure Gilde ist voller gutgläubiger Trottel, die darauf warten, geschröpft zu werden. Oh, dein Verhalten und deine Sprache sind auf einmal so ungehobelt. Plaudergei, sie haben die Gilde die ganze Zeit getäuscht. Sie sind ein schlechtes Erkundungsteam. Team Totenkopf besteht aus einem Haufen krummer Hunde. Was? Stimmt das? Oh, was denn noch? Man muss schon unglaublich naiv sein, sich so lange täuschen zu lassen. Nee. Naja, wir haben jetzt das Reliktfragment. Wir müssen nur noch zum verborgenen Land gehen. Holt euch doch die Augen aus, ihr Schwächlinge. Tschachacha. Arschlöcher. Miese kleinen Mistkerle. Kreisch, kreisch. Diese miesen Schufte, mich zum Narren halten. Kreisch, damit werden sie nicht durchkommen. Ich werde ihnen zeigen, was es heißt, dich mit mir anzulegen. Plaudergei? Hey, warte, Plaudergei! Er ist weg. Plaudergei, was aufgebracht. Ich hoffe, ihm wird nichts zustoßen. Ich meine, hier lauern überall diese boshaften Pokémon, von denen er uns erzählt hat.
Nicht nur das, wir müssen auch mein Reliktfragment von Zungtang zurückholen. Wir sollten uns auch beeilen. Aber bevor wir das tun, oder bevor wir uns Team Totenkopf stellen, werden wir das erst im nächsten Part erfahren. Dieser Satz hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kowski und Kowski. Bye, bye.